Und gleich mehrere Höhepunkte hat es schon gestern Abend gegeben. Das große Falco-Tribute-Konzert. Stars wie die deutschen Rapper Fettes Brot oder Burgschauspieler Johannes Krisch haben das legendäre Falco-Konzert von 1993 wieder aufleben lassen. Hansi Hinterseer hat zum allerersten Mal auf der Donauinsel aufgespielt und ein US-Superstar war auch da. Lassen wir es einfach beginnen. Was das ist, haben Sie wahrscheinlich erkannt. Er ist Ihnen bestimmt auch ein Begriff. Jetzt aber die Einserfrage: Von wem ist das? Genug geschmachtet. Michael Bolton, Falco, Donauinsel. So die Reihung der Antworten andersherum. Was für eine Kombination, was für ein Fest, was für ein Publikum. Das ist Josef, er ist extra von Vorarlberg angereist, nach Wien zum Donauinselfest. Und der Michael ist extra aus Amerika gekommen. Vor so einem riesigen Publikum habe ich noch nie gespielt. Es war fantastisch. Fantastic, immer so eine Geschmackssache. Zu wenig sich Grinser, Schmäh und rhythmische Kreativität verändert haben in den letzten Jahrzehnten. Der Platz in selbst entlegensten Herzen ist Hansi Hinterseer sicher. Ich bin von Rumänien gekommen, für Hansi. Warum? Weil ich ihn sehr stark liebe. Lasset uns nach Wien zurückkehren, in Falcos Revier, das er bereits vor 24 Jahren musikalisch markiert hat, hier auf der Insel. Wie ist eure Beziehung zu Falco? Langjährig natürlich. Wir sind mit Falco ja aufgewachsen. Wir haben natürlich wir dürfen es verraten, so alt, dass wir 1981 schon Musik gehört haben. Und da war der Kommissar und ist in unsere Kinderzimmer gekommen. Wir haben uns auch bei Genie ein bisschen gefürchtet, dass wir jetzt in den Wald mitgenommen werden, aber es ist uns nichts passiert. Sie haben sich auch gefürchtet? Ey, siezen Sie mich, das ist herrlich. Ja, ich habe mich auch gefürchtet, selbstverständlich. Ich fürchte mich vor fast allen und jedem. Dann wollen wir mal nicht zu fett auftragen, sondern lieber einfach nur zuhören. Auch dem Josef aus Vorarlberg, wenn Sie sich erinnern. Nein, ich finde es super. Die Suppe sagt auch, dass es gratis ist, dass es so groß ist und dass einfach so nette und freundliche Leute überall sind. Das ist wichtig in der heutigen Zeit. Bodenständiger kann man es wohl nicht ausdrücken. Das gesamte Falco-Tribute-Konzert mit Fettes Brot, Gianna Nannini und ist dann übrigens am 2. Februar 2018 in ORF 1 zu sehen. Da jährt sich dann der Todestag des Falken zum 20. Mal.